Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory. In dieser Folge werde ich nicht nur umziehen zu einem deutlich besseren Standort, also meiner Meinung nach zu einem besseren Standort, nein, ich baue meine Fabrikanlage entsprechend auch nochmal neu auf, hier dann schon mit Fundamenten und wie ihr sehen könnt, auch mit einer höheren Ausnutzung, sprich ich lasse hier die Sachen parallel laufen und ich verwende lange Förderbänder, um mein Lager entsprechend aufzufüllen. Bleibt dabei, wenn ihr das sehen wollt, wir sehen uns gleich wieder, tschüss! Bevor ich jetzt mit meiner Umbauaktion anfange, möchte ich auf einen Kommentar eingehen. Und zwar ging es um die Schnellauswahlleiste, die wir hier unten mittig am Bildschirmrand haben. Da habe ich ja den Strommast drin, Stromkabel und Förderbandteile. Und da war die Frage, wie man denn dort Sachen reinbekommt. Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass man das per Maus reinzieht, ist aber nicht so. Die Teile wurden ja automatisch mehr oder weniger dort reingelegt, als ich sie freigeschalten habe. Und um das zu ändern, was dort drin ist, klickt man einfach auf irgendetwas, was man bauen möchte. Ich wähle jetzt hier mal den Hub aus und drückt dann die Schnelltaste halt für 1. Und dann wird es unten auf Platz 1 mit eingeführt. Oder mit eingefügt, besser gesagt. Und ich sag mal, entfernen an sich, weiß ich nichts. Ich habe nichts gefunden. Es steht hier auch nichts unten in der Beschreibung. Allerdings ist es relativ einfach möglich zu sagen, dass man jetzt die anderen Sachen unten raus haben möchte. Wir legen einfach den Hub auf Taste 4, dann auf Taste 3, auf Taste 2, auf Taste 1. Und schon haben wir zumindest bis auf eine Auswahltaste alle Tasten gelöscht. Wie man jetzt das letzte, ob man das noch entfernen kann, weiß ich nicht. Aber prinzipiell kann man so ein bisschen für Ordnung sorgen. So, dann geht es jetzt um die Umbauaktion. Hier ist jetzt wichtig, ich habe mich schon mal so ein bisschen umgesehen. Und ich möchte hinter diesem Felsvorsprung, den wir hier sehen, hinter den möchte ich umziehen. Die Lage dort gefällt mir deutlich besser. Unter anderem auch deswegen, weil es da nicht ganz so hügelig ist und ich wirklich ein bisschen auf geraden Ebenen halt bauen kann. Bevor ich jetzt allerdings anfange und den Hub hier wegreiße, möchte ich noch den Hub nochmal erweitern, beziehungsweise noch neue Sachen freischalten. Hintergrund ist halt einfach der, dass ich die brauche dorthin, um bauen zu können. Denn als nächstes sind die Fundamente fällig. Und wenn ich schon umziehe und die Sachen halt im Prinzip nochmal neu aufbauen muss, dann möchte ich das natürlich auch mit Fundamenten machen. Ne? Ansonsten müsste man ja theoretisch oder könnte man, sollte man, keine Ahnung, ja nochmal die Sache wegreißen. Möchten wir aber nicht machen, also schalten wir das erstmal frei. Ich habe die benötigten Teile, die habe ich schon gesammelt. Sprich, wir wählen jetzt hier wieder den Meilenstein aus, bei Stufe 1, Basisausbau. Und hier haben wir jetzt die Fundamente und Seitenwände, dass man dann halt später, ich sag mal, direkte Gebäude und Fabrikgebäude bauen kann. Das können wir jetzt auswählen und können die Sache starten. Ihr seht das schon hier, habe ich schon alles soweit fertig gemacht. Und jetzt startet im Prinzip unsere Versorgungsrakete hier und bringt die Rohstoffe ins All und wir erhalten halt als Belohnung wieder neue Baupläne. Ne? Bei der Rakete jetzt hier ist es so, ihr seht jetzt oben rechts, Frachter kehrt zurück. Das sind noch 1 Minute 43, dann würde der zurückkommen. Interessanterweise müsst ihr jetzt aber nicht warten mit der nächsten Ausbaustufe, sondern ihr könnt halt wieder dahergehen, wählt den nächsten Meilenstein aus, Logistik, auch den habe ich schon freigeschalten, denn hier haben wir die Förderbandsplitter und Förderbandfusionatoren mit dabei, die brauche ich ja auch. Und entsprechend habe ich hier das auch schon mal vorbereitet. Wir wählen auch hier den Meilenstein aus und starten unseren Frachter. Und naja, wie ihr seht, ne, er ist ja weg, startet also nicht, aber macht nichts, wir haben die Sachen trotzdem freigeschalten und oben rechts die Zeit hat sich jetzt entsprechend halt verlängert, bevor er wiederkommt. So, dann können wir jetzt dahergehen und können die Gebäude entfernen. Beim Hub ist es so, ihr seht das schon schön, ich habe jetzt ja 106, Moment, machen wir nochmal anders. Ich habe hier in der Kiste noch Rohstoffe drin, ja, hier zum Beispiel den Beton und hier den Stack Kupfer. Diese Kupferbarren und ich habe hinten im Generator habe ich noch die Biomasse drin und wenn ich jetzt den Hub wegreiße, dann erhalten wir einmal eine Kiste. Das ist im Prinzip, da sind alle Teile drin, die man braucht, um den Hub wieder auf der Stufe aufzubauen, wie wir es jetzt hier schon haben. Ne? Also ihr müsst ja nicht die Stufe nochmal irgendwie freischalten oder sowas, sondern das Spiel packt das automatisch schon in eine große Kiste rein, weil ihr habt ja, wisst ja selber, wie viele Rohstoffe wir hier verbraucht haben, um den aufzubauen. Das würde ja niemals ins Inventar passen. Ne? Also können wir das einfach entfernen. Und entfernen auch die anderen Sachen. Jetzt kann ich mir durchaus vorstellen, dass es nicht ausreicht, um alles mitzunehmen. Das ist aber an sich nicht wild.
ich reiße einfach mal alles ab und dann schauen wir uns mal an, was übrig bleibt. Da bleiben dann im Übrigen so kleine Kisten stehen. Schön, dass die Förderbänder jetzt hier schweben, ne? Man kann ganze Gebäude zum Schweben bringen im Übrigen. So, hier seht ihr schon, ne? Hier haben wir jetzt eine Lagerkiste. Wir konnten das Eisenerz nicht mehr mitnehmen, weil unser Inventar voll ist. So, entfernen wir noch den ganzen Rest, soweit es halt möglich ist. Und müssen dann am Ende, wenn wir hier fertig sind, leider nochmal hierher kommen, denn hier liegen zwei schwere Eisenplatten und die sind wichtig. Die brauchen wir. Also wie gesagt, müssen wir dann hier auf jeden Fall nochmal herkommen. Wegen den dreimal Eisenerz wäre es jetzt nicht so wichtig gewesen. Aber wir haben ja eh unsere mobilen Miner noch dort hinten stehen. Die brauchen wir also auch. Sprich, die hole ich dann später natürlich auch noch nach, das ist klar. Jetzt gehen wir erstmal zu dem neuen Aufbauort. Der gefällt mir, wie gesagt, sehr, sehr viel besser. Wir müssen dann zwar tatsächlich auf die schöne Aussicht auf diesen Wasserfall verzichten, aber man bekommt ja nie alles, ne? So, ihr seht schon, hier war ich schon mal, ne? Die Früchte habe ich eingesammelt. Hier waren auch drei Gegner, die ich töten musste. Unter anderem so ein Feuerspucker. Die im Übrigen sehr gut zielen können. Aber da muss man halt durch, ne? So, dann werden wir, wenn wir dann jetzt hier hinten gleich angekommen sind, ihr seht gleich, also mir gefällt der Aufbauplatz super. Weil, ihr seht es hier schon, hier haben wir so ein bisschen was Ebenes. Und hier haben wir zum Beispiel zwei Kohlevorkommen, was ich total super finde. Denn die Kohle ist natürlich enorm wichtig zur Energiegewinnung. Und außerdem befindet sich hier oben links ein Eisenvorkommen. Auch schön wieder auf so einer Plattform. Dort haben wir ein Kupfervorkommen. Genau mittig. Und rechts von diesem Kupfervorkommen haben wir ein Kalksteinvorkommen, um die Betonproduktion ankurbeln zu können. Sprich, hier ist alles da, was wir brauchen. Und ich meine, gut, es ist jetzt nicht so riesen viel Platz, aber es ist auf jeden Fall mehr Platz, als wir vorher hatten. Gut, wenn man sich anschaut, was alles noch gebaut werden kann, ist natürlich auch der Platz gering. Aber dennoch werde ich jetzt hier meinen neuen Aufbau machen. Und wir fangen auch gleich mit dem Hub an. Und dort dann natürlich mit den Fundamenten, dafür haben wir sie ja. Das Interessante jetzt an den Fundamenten ist, wir haben ganz normale Platten, die ihr auswählen könnt, ne? Als Grundfundament, sage ich jetzt mal. Und wir haben Rampen, um dann auf, ich sag mal, die Höhenunterschiede ausbessern zu können oder ausgleichen zu können. Interessant hierbei ist, dass bei den Fundamenten, die sind quasi immer 8x8 Meter. So würde ich die 8 interpretieren, ne? 8 Meter mal 4 Meter, also 4 Meter hoch, 8 Meter lang, breit und so. Und die Baukosten pro Fundament sind gleich, egal wie hoch das ist. Auch wenn man für das 4-Meter-Fundament wahrscheinlich das Vielfache an Rohstoffen braucht, wie für das 1-Meter-Fundament. Also hier immer 6-mal Beton oder 6-mal Zement. Und für die Rampen, da braucht man für die flache Rampe 3-mal Zement, für die 2-Meter-Rampe 4-mal Zement und für die 4-Meter-Rampe 5-mal Zement. Da unterscheidet sich das, wie viel Rohstoffe man dafür braucht. So, um das Hub jetzt neu aufzubauen, brauchen wir jetzt hier gar nicht großartig rummachen. Ich platziere einfach die Fundamente entsprechend. Moment, wir brauchen mal noch zwei. Man könnte jetzt natürlich auch schon dahergehen und könnte ja so eine Art Gebäude schon bauen und das Hub halt oben drauf und unten drunter noch was reinbauen oder sowas. Ich möchte jetzt aber zumindest am Anfang noch mal, ja, ich sag mal, einfach halten, ohne jetzt hier großartig rumzuexperimentieren. Jetzt möchte ich nur schauen. Ja, es gibt dann übrigens so einen Aussichtsturm, ne? Der macht natürlich das Bauen deutlich einfacher. So, jetzt können wir zum Beispiel nicht sehen, wie es am anderen Ende aussieht, ne? Ich platziere es einfach mal. Und da steht es natürlich dann über, ne? Ja, sowas ist natürlich blöd. Und da würde ich auch dahergehen und würde sagen, ich drehe das lieber um. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht wieder so ein Abrissorgie wird. Auch mit den weiteren Gebäuden, die halt noch kommen werden. Wir drehen also das Hub einfach mal komplett um. Und bauen es so hin, dass es halt hier übersteht. So, und jetzt müsste es dort schön abschließen. Genau, jetzt haben wir das hier ordentlich platziert. Und können wir hier ohne springen? Ne, geht nicht ohne springen. Kein Problem. Wir gehen bei Fundamenten, nehmen das flache Fundament. Und können jetzt daher
Das wäre jetzt cooler, wenn das schöner passen würde. Aber machen wir das halt so. Und schon können wir hier schön rein und rauslaufen. Ah, Moment, hier machen wir das anders. Hier platziere ich nochmal Fundamente. Denn wir brauchen ja noch unsere Ausrüstungswerkstatt. Die möchte ich hier natürlich auch mit platzieren. Haut das hinten hin. Also wenn das jetzt so ein bisschen übersteht, ist es natürlich nicht schlimm, ne? Ja, das Spiel macht ja eh so einen kleinen Pfeiler mit hin. Dann können wir das auch perfekt so lassen, ne? Ja, und dann haben wir jetzt hier im Prinzip unsere Ausrüstungswerkstatt. Gut, wir haben jetzt hier nochmal so einen extra Eingang, brauchen wir aber nicht. Und werden jetzt auch hier daher gehen und können nochmal eine Rampe hier platzieren. So, dass wir hier im Prinzip ohne Probleme hoch können. Und haben jetzt hier im Prinzip, ja, ich sag mal, so unseren Hauptarbeitsbereich. Und können hier ohne Probleme hin und her laufen. Und der Vorteil bei den Fundamenten ist halt, dass es jetzt halt natürlich erstmal ordentlich aussieht. Ihr wisst, wie wichtig mir das ist. Und natürlich halt auch das Platzieren wird halt natürlich einfacher, weil ihr habt ja schon gesehen, dass die Gebäude sich dann so ein bisschen an einem Raster ausrichten und man dann halt diese Probleme nicht mehr hat, dass es zusammenpassen muss. Und hier können wir halt diesen kleinen Höhenunterschied ausnutzen, um dann hier unsere Generatoren zu bearbeiten und zu befüllen, ne? Also das passt soweit ganz super. Okay, dann können wir dahergehen. Wir fangen wieder mit dem... Moment, ich habe freie Plätze. Wir laufen nochmal schnell zurück, bevor wir jetzt mit den Produktionsanlagen beginnen. Denn ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass es von der... dass der Schmelzofen... wir bräuchten im Prinzip zwei Schmelzöfen für einen so einen Miner MK1, damit der Miner komplett ausgelastet ist. Und dann können wir entsprechend auch natürlich zwei Konstruktoren dort anschließen und können so natürlich die Produktionsmenge deutlich erhöhen und die Auslastung natürlich auch viel höher machen, ne? Und darauf kommt es ja bei dem Spiel an. So, das ist dann jetzt auch das letzte... Ne, es ist nicht das letzte Mal. Ich muss die mobilen Miner noch holen. Aber das mache ich natürlich nicht in dem Video. Denn ich kann die gar nicht... Ich könnte die nämlich gar nicht mehr reinladen. Weil ich habe in meinem Inventar nur zwei freie Felder. Und die brauche ich ja für das Eisenerz und die zwei schweren Platten. Und wie gesagt, die Platten brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Gut, klar, ich könnte es mir natürlich auch herstellen. Aber dann haben wir es halt nochmal geholt. Was war denn das da gerade? Das da hinten. Das sieht creepy aus. Das habe ich noch gar nicht gesehen. So, dann sind wir mal so am alten Bauplatz. Und können das jetzt hier noch einsammeln. Ich finde ja auch schön, dass das zu so einem Kisten wird und die Kisten dann verschwinden. Oha. Da werden wir angegriffen. Ich denke mal, den habe ich hier vorhin irgendwo. Ja. Jetzt haben wir natürlich keine Waffe dabei. Ja, okay, aber er hat uns ordentlich Schaden gemacht. Der kam halt überraschend. Ich habe jetzt echt nicht drauf geachtet. So, dann lad schon mal zurück. Können jetzt den Rest fertig bauen. Was natürlich wichtig ist, wenn ihr die Auslastung eurer Anlagen erhöht, brauchen die natürlich auch mehr Strom, ne? Also der Förderturm hat ja quasi nur die Hälfte an Eisenerz gefördert, wie wir verarbeiten konnten. Also hat er natürlich auch nur die Hälfte an Strom verbraucht, ne? Also was müsst ihr halt immer bedenken, wenn er das dann umbaut und verbessert, dass er natürlich auch mehr Strom braucht. Sind das da die Lichter von meiner Anlage, ja? Ja, die haben durch den Sand, durch die Sanddüne durchgeleuchtet. So, dann können wir gleich hier zum Eisenerz gehen. Das Interessante ist, dass ihr auch über das Eisenerz Fundamente bauen könnt. Das geht.
Muss man aber natürlich nicht, ne? Aber man kann es machen. Ich probiere es einfach noch. Oh, da komme ich höhenmäßig. Also wenn ihr Fundamente verwendet hier, dann rastet der Miner allerdings nicht auf den Fundamenten ein, sondern auf der, ja, ich sag mal, auf dem Eisenvorkommen. Weshalb ich mich auch dazu entschieden habe, bei dem Miner keine Fundamente zu verwenden. So, das muss man nur schauen mit der Ausrichtung, dass wir einerseits an den Felsen vorbeikommen, auf der linken Seite, und andererseits nach rechts auch nicht zu sehr wegkommen. Aber so sieht es ganz gut aus. Platzieren wir einfach mal. Gut, das können wir alles nochmal wegreißen, das ist kein Problem, ne? So, Fundamente. Wir nehmen die 2 Meter Fundamente. Wir brauchen keine Wände. Wir brauchen Schmelzofen. Wir brauchen Konstruktor. Und wir brauchen Logistik, die Förderbänder. Und wir brauchen die Splitter. So, okay, jetzt haben wir alle Teile, die wir brauchen, in der Schnellwahlliste. Jetzt schauen wir einfach mal hier. Von den Gebäuden her brauche ich quasi... Kann man hier sich das... Ah, hier funktioniert das leider nicht mit der Umschalttaste. So, schauen wir einfach mal, ob wir so bauen können. Ja, die Fundamente sind sogar ein bisschen flach, wenn ihr euch das hier anschaut, ne? Jetzt weiß ich allerdings auch nicht, wie weit wir bauen müssen. Ich würde sagen, ich platziere die Fundamente einfach mal so und hoffe, dass es vom Platz hinhaut. Es ist genau dieses Stückchen hier, ne? Ja, wenn nicht, kann man ja... kann man jetzt, was passiert eigentlich, wenn man jetzt die höheren Fundamente nimmt? Moment. Das wird sich doch, ich denke mal, nach oben aus, ja. Also man kann da keine Höhenstufen oder sowas einbauen. Aber man kann das Fundament oben drauf bauen. Das geht. Okay, von der Ausrichtung her sieht das erstmal ganz gut aus. Das ist jetzt natürlich trotzdem schwierig, das perfekt zu bauen. Aber muss ja auch nicht perfekt sein, ne? So, dann brauchen wir erstmal den Splitter. Hier ist es wieder wichtig. Schön, das Spiel zeigt uns sogar wieder die Linie an, ne? Und zwar, wir haben ja 3 Eingänge, einen Ausgang. Und das solltet ihr natürlich so bauen, dass der Eingang auch tatsächlich beim Ausgang von dem Miner dort ist. Ansonsten wird das konstruktionstechnisch wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Jetzt Förderbandverbindung. So, Höhenunterschied ausgeglichen, passt perfekt. Wehe, wenn das jetzt hier alles nicht hinpasst, was ich bauen muss. So, dann brauchen wir 2 Schmelzöfen. Auch bei den Schmelzöfen natürlich wieder darauf achten, ne, in welche Richtung das hier verläuft. Und ich würde auch mal sagen, wir platzieren die mal außen. So, weil dann können wir hier dazwischen langlaufen. Oh, das ist nicht... Okay, also es ist trotzdem nicht perfekt einfach. Bis wohin haben wir den da eigentlich gebaut? Ach, da ist er sogar komplett bis außen. Ach, deswegen hat es nicht hingehauen. Okay, der Rahmen war komplett bis außen. Okay. So, dann schauen wir mal, wie das jetzt mit den Förderbändern hinhaut. Quasi perfekt haut das hin. Das heißt, sobald wir dann hier Strom drauf haben... Na, ich erinnere nochmal, wir fördern hier, Moment, 60 Eisenerz pro Minute. Und je Schmelzofen verarbeiten wir... 30 Eisenbarren pro Minute, das heißt 2 mal 30 sind 60. Wir haben also jetzt den Miner komplett zu 100% ausgelastet. Und jetzt kommen halt im Prinzip die beiden Konstruktoren noch hin, so dass man halt die Grundsachen, ach Moment, ich habe es ja eh schon in der Schnellwahlliste, die Grundrohstoffe Metall, dass wir die halt schon mal herstellen können. Müssen wir mal schauen, okay, das passt.
Wie breit sind die? Oh, die passen gerade so nur hin, ne? Ah, hier fehlen jetzt eh die Eisenplatten. So, passt das, dass wir dort die Verbindung platzieren können? Es kann sein, dass das vielleicht... Ah. Alles super. Okay, für den zweiten Konstruktor fehlen uns jetzt die... zwei schweren Eisenplatten. Die können wir uns aber schnell mal herstellen, damit wir das auf jeden Fall noch abschließen können. Ach, und damit geht die Sonne schon wieder auf. Sehr schön. So, verstärkte Eisenplatte. Oder können wir immerhin zwei, vier Stück sogar herstellen. Wir brauchen aber nur zwei. So. Und dann haben wir auch hier im Prinzip, ich sag mal, die Produktion wirklich so ausgerichtet, dass die ganze Sache optimal läuft, ne? So, Konstruktor war die 3. Auch hier achten wir wieder auf die Ausrichtung so ein bisschen. So, jetzt können wir hier zwar nicht dazwischen entlang laufen. Ah, das ist schon so gemacht, dass sich das nicht überschneidet. Sehr schön. So. Und damit steht auch hier die Förderbandverbindung. Und sobald wir jetzt halt Strom hätten, würde die Produktion entsprechend beginnen. Wir müssen es natürlich noch einlagern, das ist klar, ne? Aber jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob wir das so machen, dass wir hier in dem Bereich uns ein größeres Lager errichten und das extra verbinden. Oder ob wir das... Doch, ich glaube, das machen wir sogar, ne? Wir machen hier einfach ein Lager, sodass wir halt da gar nicht hin und her laufen müssen, sondern im Prinzip die ganze Sache über die Stromzufuhr regeln können und so halt eben dahergehen können und sagen können, hey, jetzt reicht uns die Produktion. Gut, umstellen könnte man sie natürlich nicht. Weil nämlich der Vorteil wäre nämlich, wenn wir wenn wir das Lager hier bei unserem Hub haben, dann können wir nämlich wirklich dahergehen und können sagen, ja, wir brauchen jetzt das Material, wir brauchen jetzt dieses und jenes Material. Also das hätte auf jeden Fall voll die coolen Vorteile. Würde ich einfach mal sagen, dass wir hier mal noch ein Fundament platzieren. Hier nochmal eins. Und schauen jetzt mal, wird ja bei Logistics... Ach nee, Organisation, Lagercontainer. Ah, der Container hat jeweils einen Eingang und jeweils einen Ausgang. Dann müssten wir den im Prinzip hier herstellen. Und dann brauchen wir noch einen Splitter. Nicht einen Splitter, sondern so ein Zusammenführen des Dingens, ne? Okay, da bin ich mal gespannt. Moment, dann brauchen wir... Das wäre jetzt tatsächlich mal cool, wenn wir das machen könnten. Nicht den Splitter, sondern den Fusionator. So, und da haben wir jetzt das Orange sind wieder die Eingänge. Und das Grüne ist der eine Ausgang. Und jetzt platzieren wir den einfach mal hier. Ja, das kann da ruhig überstehen, das macht gar nichts. Und jetzt schauen wir, dass wir den Container... Nein, den haben wir hier. Dass wir den einfach direkt... So, jetzt können wir hier auf jeden Fall dazwischen noch lang laufen. Und das ist sportlich. Das können wir natürlich gar nicht erkennen. Ob das verbunden ist. Also es läuft. Also würde ich sagen, dass es verbunden ist. Okay, das finde ich jetzt auf jeden Fall cool. So, wie gesagt, jetzt gehen wir einfach mal hier hoch. Führen jetzt hier beide Ausgänge wieder zusammen. Also im Prinzip auch wieder durch so ein Fusionator. Und verbinden das per Förderband.
So, und jetzt müssten wir im Prinzip ja nur noch das Förderband da runter bekommen. Okay, wir haben auf jeden Fall nicht genügend Stahlplatten. Also ich habe das jetzt so noch nie... Okay, das Programm sagt uns, das Förderband ist zu lang. Okay. Ach ja, da zeigt uns das Spiel dann eh schon diese... Ah, das wäre aber etwa sogar die Mitte, seht ihr das? Okay. Das kriegen wir aber hin, wir brauchen auf jeden Fall... Oh, habe ich da jetzt irgendwas gebaut? Nein, okay. Gut, wir bekommen das aber auf jeden Fall hin. Würde ich sagen, dass wir halt einfach mal schauen, kann ich Eisenplatten herstellen? Ja, kann ich. Dann stellen wir einfach mal ein paar Eisenplatten her. Die dauern ja nur leider wieder ein bisschen länger. Und dann schauen wir mal, ob wir die Verbindung nach dort tatsächlich noch hinbekommen, weil das wäre eigentlich ganz cool. So, dann haben wir 55 mal Eisenplatten. Habe ich noch? Ah, ich habe eh noch Eisenerze. Ah, alles klar. Und die Stromversorgung müssen wir dann halt noch machen, dass auch die Produktion auch wirklich läuft, ne? Aber ich denke mal, dass ich das auf jeden Fall noch schaffe. So, dann machen wir mal noch die 30 Eisenbarren und wandeln die mal noch in Eisenplatten um. Oh, das geht natürlich super auf, 20 durch 3, ne? So, 75 Stück haben wir. Und ihr habt gesehen, das Spiel hat automatisch, wie bei den Stromlinien, also bei den Stromkabeln, baut es automatisch diesen, diesen Fuß da, sag ich mal, ne? Okay, das war jetzt aber eigentlich nicht die... Oh. Ja, das muss natürlich ordentlich aussehen, ist klar. Ach, das ist die gerade Linie von dem, von der Fabrik aus quasi, ne? Und das ist die gerade Linie gewesen, jetzt hier von dem Ausgang aus. Okay. So, haut das jetzt hin, dass wir bis runterkommen? Nein. Und es ist auch zu lang. Okay. Moment, dann schauen wir mal auf die Seite. Okay, also von dem... Das ist genau... Da fehlt genau ein Stück. Moment, dann machen wir das mal anders. Wenn da nämlich genau nur ein Stück fehlt. Dann ziehen wir das hier doch einfach mal länger, ne? Boah. Ich mache hier heute den Freifaller oder sowas, keine Ahnung. Das Blöde ist, ich muss halt schauen, oder ich möchte halt schauen, welche Linie ich habe. So, das ist die richtige Linie, die brauchen wir. So, und dann ziehen wir das einfach von da. Ah, perfekt. So habe ich mir das vorgestellt. Okay, jetzt ist es mit dem einen Fuß vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? Aber prinzipiell funktioniert es super. Da können wir auch schön drunter durchlaufen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich brauche Strom. Ich muss Strom bauen. Ganz dringend. So, wie machen wir jetzt hier den Strom? Hehehe.
Okay, wir fangen wieder dort unten an. Wählen dann erstmal die Masten aus. Eigentlich brauchen wir. Wir könnten ja den Biomassebrenner. Könnten wir ja. Oh, der ist ziemlich groß. Was braucht der? Oh, der braucht ordentlich Rohstoffe. Weil dann könnte man den direkt hierher bauen, ne? Aber das macht natürlich keinen Sinn, wir wollen das ja zentral haben, ne? Wir wollen das natürlich zentral haben. So, dann fangen wir an. Moment, mit dem Strommast auf 1 und die Stromleitung auf 2. Okay, wir können es zwar nicht da drauf platzieren, aber. Oh, das macht sich höhenmäßig. So, dann bauen wir hier gleich noch einen zweiten mit her. So. Sehr gut. So habe ich mir das vorgestellt. So, und jetzt gehen wir einfach mit dem, indem wir das Kabel auswählen, wieder ganz einfach dort hoch. Flitz, flitz, flitz. So, hier müssen wir jetzt drauf achten. Wir brauchen 5-mal Strom brauchen wir hier oben. Wir haben ja 5 Gebäude. Das heißt, wir nehmen hier einmal eine Stromleitung her. Und dann gehen wir mal auf die andere Seite. Es zeigt mir das. Ach Moment, ich muss ja noch eins. Ah ja, ja, klar. Ich muss ja erst den Masten wieder auswählen. Oh, das passt ja perfekt. So, okay. Und jetzt können wir dahergehen und sagen, wir nehmen von dem ersten Mast. Nein. Nehmen wir den Konstruktor. Und dann nehmen wir da nochmal den Konstruktor. Und jetzt können wir von dem Mast ausgehen. Ziehen das nach hier. Ziehen das nach hier. Und einmal hierher. So, sehr schön. Und schon sind alle Gebäude per Strommast verbunden. Das heißt, die Förderung kann quasi gleich beginnen. Sehr schön. Eine schöne, kompakte Anlage. Sieht super aus, ne? So, hier brauchen wir sowieso nichts einstellen. Wie gesagt, hier nur nochmal aktiviert ist es ja sowieso. 60 Eisenerz pro Minute. Dann hier in der Eisenschmelze machen wir Eisenbarren. Gibt es auch nicht großartig, was man auswählen kann. Man kann halt noch Kupferbahn auswählen, aber wir haben ja kein Kupfervorkommen, sondern ein Eisenvorkommen. Hier dann halt 2x30, dann haben wir 100% Auslastung. Und hier könnte man jetzt noch dahergehen. Wir machen einmal die Eisenplatten. Hier haben wir jetzt 20 Teile pro Minute. Hier könnte man jetzt sogar noch dahergehen und könnte sagen, man splittet das nochmal ein bisschen auf, sodass man halt wirklich nicht 2x40 hat, sondern halt wirklich die kompletten, also durch die 2x20 haben wir ja 40. Es wären aber möglich 3x20, könnte man halt auch hier nochmal aufsplitten. Ich möchte es aber gar nicht übertreiben. Ich denke mal, dass die Produktionsmenge so ausreicht. Und hier stellen wir uns dann jetzt einfach die Eisenstangen ein. Und ja gut, die sieht man jetzt nochmal, halt 15 Teile pro Minute. Und das sollte jetzt alles produziert werden und entsprechend dann unten in unserem Lager, hier eingelagert werden. Und da bin ich mal gespannt. So, dann machen wir jetzt mal den Strom an. So, Biomasse. Wir packen einfach mal, ich mit meinem Teil, ne? So, wir packen einfach mal die Biomasse rein. Die ganze Sache müsste dann auch... Nein, kann ich laufen? Kann ich laufen? Ja, der geneigte Beobachter, ne, hat gesehen, es fehlt die Verbindung vom Strommast. Und schon läuft die ganze Sache. Ja, von den maximalen 20 Megawatt, die wir produzieren, werden 5,4 Megawatt verbraucht. Und jetzt schauen wir nochmal hier zu unserer Anlage hoch. So, das Eisenerz kommt hoch. Wandert dann hier in die Schmelzen rein. Wird hier zu Barren verarbeitet. Oder drüben haben wir keine Barren ausgewählt, ne?
Großer Fehl. So, jetzt läuft hier das Förderband auch. Jetzt verteilt sich das halt im Prinzip, ne? So, hier kommt es jetzt natürlich immer so ein bisschen zu Staus, weil wir ja mehr Eisenbahnen losschicken, als wir verarbeiten. Und ich hoffe jetzt mal... Okay. Arbeitet nicht. Hat keinen Strom. Wieso hat das keinen Strom? Es hat alles keinen Strom. Oh, kann das sein, dass wir das überlastet haben jetzt? Weil ich sag mal, wir produzieren ja Strom, ne? Oh ja, zum Zurücksetzen der... wir verbrauchen zu viel Strom. Zum Zurücksetzen der Sicherung Hebel ziehen. Bupp, und Sicherung wieder raus. Okay, wir verbrauchen mehr Strom, als wir produzieren. Deswegen kommt die Sicherung. Und deswegen, ne? Versuchen wir mal was ganz Einfaches, weil eigentlich ist das Video zu Ende. Wir packen mal hier auch noch ein bisschen Stromproduktion an. Und das wäre jetzt die einfache Lösung, ne? Jetzt kann ich natürlich nicht beides gleichzeitig einschalten, ne? Ist klar. Okay, ich sehe schon, das ist ein bisschen tricky, was den Strom angeht, ne? Wir schalten hier also aus. Also ich will gar nicht wissen, wenn man hier riesen Fabrikationsanlagen hat, was einen das für einen Aufwand macht, wenn da die Sicherungen kommen. Aber ihr seht schon, wir werden jetzt hier mit dem, was wir hier haben, auf keinen Fall ausreichend Strom produzieren können, um korrekt arbeiten zu können mit zusätzlich noch Kupfer etc. Ne? So, läuft. Achso, wir brauchen nur... Na toll. Ich hätte gesagt, das hat beides eine Sicherung. Das hat beides jeweils eine Sicherung. Ja, das hätte mir mal einer sagen müssen, ne? So, wir produzieren 40 Megawatt und verbrauchen 13,2. Jetzt müssen wir mal schnell rennen, dass wir auch noch ein bisschen was herstellen können hier. So, Produktion läuft. Jetzt steht hier leider nicht, wie viel Strom eine Anlage verbraucht. Aber die Sicherung ist nicht gekommen, es läuft. Sehr gut. Okay, wir produzieren. Und zwar Eisenplatten und Eisenrohre. Und die ganze Sache wird hier zusammengeführt und landet dann bei uns im zentralen Lager direkt hier an unserem Hub. Ja, das passt ja eh, dann können wir hier immer... Ach schaut, das habe ich so geplant. Ja, das habe ich so... Wir sind so schon zweimal Stahl drin. Sehr gut. Ja, sehr schön. Okay. Also ihr seht, mit dem Strom, ne? Das ist ein bisschen tricky. Ich möchte aber sagen, dass es in echt noch ein bisschen schwerer ist. Weil wir haben jetzt ja hier eine Produktion von... Wegen einem Megawatt ist da die Sicherung gekommen, ne? Wir haben jetzt eine Stromproduktionsmenge von 40 Megawatt. Und eine Abnahme von 21 Megawatt. In echt würden die Dinger jetzt durchbrennen. Ja, weil die... okay, gut, es wird halt nur so viel Biomasse verwendet, wie wir auch Strom verbrauchen. So, dann funktioniert die ganze Sache. Würde die Sache hier mit 40 Megawatt laufen, würde auch wieder alles kaputt gehen. Ja, dann beende ich das Video an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hatten ja so eine kleine Umbauaktion und ich hoffe auch, dass euch das mit dem Strom gefallen hat. Bleibt dabei, morgen geht es dann hier weiter. Ich erkläre dann weiter und baue wieder auf. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns wiedersehen. Euch noch einen schönen Abend. Tschüss.